Und Michael, was ist deine gute Haar? Ja, mein Freund Heike, hat ich das richtig verstanden? Ich hoffe es. Mein QTH ist in Sachsen, in Ostdeutschland, eine kleine Stadt. Der Name ist Mitreider. Mike, India, Tango, Tango, Whisky, Echo, India, Delta, Alpha. Das liegt ungefähr 200 Kilometer südlich von Berlin im Distrikt Sachsen. Zurück zu dir. Ist da doch näher Dresden als Berlin, denke ich mal. Das ist richtig, mein Freund. Bis Dresden sind es ungefähr 70 Kilometer, 60 bis 70 Kilometer. Und Dresden liegt von mir östlich. Leipzig nordwestlich ungefähr 60, 50 Kilometer. So, jetzt bin ich richtig. Und Chemnitz, die nächstgrößere Stadt, die ist südlich von mir 15 bis 20 Kilometer. Zurück zu dir. QSL, Michael, ja. In Ostern, letzte Ostern, war ich selber in Erfurt mit meiner Freundin. Ein paar Tage da in Ferien, oder? Ja, Erfurt war ich auch schon gewesen. Ist nicht so weit von uns entfernt. Das ist ja dann die Distrikthauptstadt von Thüringen, ne? Weiß ich Bescheid, ja. Wie gesagt, ich sitze hier im Garten. Habe hier mir eine kleine Anlage aufgebaut, beziehungsweise einen Antennenmast hingestellt. Da habe ich eine für 10 Meter eine 3-Element-Yagi-Antenne. Die ist ungefähr 9 bis 10 Meter hoch, so ganz rund. Sagen wir rund 10 Meter. Ja, und mein Gerät, mein Transceiver ist ein Jesu Fox Tango 817 mit 5 Watt Ausgangsleistung. Ich habe eine Batterie hier dran, eine 7 Ampere-Stunden Batterie und mache von hier aus ein bisschen Betrieb und freue mich, wenn das 10 Meter Band wieder mal offen ist und ich jemand empfangen kann. Gerade aus Finnland habe ich noch nicht allzu viele OMs. Ich bin selbst noch ein relatives, ja, ein Newcomer, kann man sagen. Ich bin seit 2 Jahren QRV und habe meine Lizenz seit 4 Jahren. Zurück zu dir. QSL, Michael, dein Rapport ist 5 und 7. 5 und 7. Wir haben wir gar keine Störungen. Es geht sehr gut. Für diese, ich kenne diese QRB-Radio. Und das ist dann maximal 5 Watt Ausgangsleistung. Ich habe die Großbruder mit 100 Watt von dem selber, aber hier arbeite ich mit dem Kenwood R2000 und Ausgangsleistung liegt bei 700 Watt mit Röhrenendstufe. Und Antenne ist 3-Element-Triebänder Gusskraft Yagi 10. 15 und 20 Meter. Mal zurück, Michael. Hier ist OH1 Radio Alpha. Die Antenne habe ich alles selbst gebaut. Das ist ein Antennenmast, ungefähr so 12 Meter hoch. Ganz oben eine Antenne, eine 22 Element für 70 Zentimeter. Etwas tiefer eine 12 Element für 2 Meter. Dann kommt diese besagte 10 Meter Antenne mit 3 Element Monoband. Und unten drunter noch, auf einer Höhe von 8 Meter, ist noch für 21 MHz für das 15 Meter Band eine Moxon 2-Element-Antenne. Das ist hier meine Anlage. Wie gesagt, ich fahre mit dem Fahrrad in den Garten, habe einen kleinen Rucksack dabei. In dem Rucksack befindet sich dann immer mein kleines Funkgerät, ein Akku, die Sprechgarnitur und etwas Kabel und die Utensilien. Und das ist so mein täglicher Gang. Ich bin zu Hause, ich bin seit reichlich anderthalb Jahren Rentner und habe für dieses schöne Hobby viel Zeit. Die Frau muss leider noch arbeiten. Zurück zu dir. Gustav, war deine Rufzeichen Delta Lima 5, Mike, Papa Mike, ist das korrekt oder habe ich das falsch? Ich habe das erst jetzt aufgeschrieben. Ja, das ist leider falsch. Ich gebe es nochmal durch. Mein Rufzeichen Delta Oscar 5.
Mike, Papa, Mike. Das ist, das Rufzeichen ist für die E-Klasse in Deutschland. Das ist die kleinere Klasse. Die A-Klasse ist ja dann die große Klasse, wo du alles machen kannst. Also ich muss mich auf einige Bänder beschränken, wie es in vielen Ländern ist. Und ich bin dabei, auch jetzt die Klasse A, bereite mich auf die Klasse A vor und versuche dann im neuen Jahr, wenn ich dann so 65 bin, dann werde ich versuchen, die Prüfung für die A-Klasse abzulegen und kann dann auf allen Bändern punkten. Zurück zu dir. USL, okay, das OH1 Radio Alpha ist nur Holiday, also Ferienrufzeichen. Meine Heim-QTH ist Hotel Bravo 9 Echo Delta Yankee. Dort habe ich auch kein QTH. Und jetzt bin ich in Ferien hier diese Woche und 3 nächste Woche auch noch. Und dann mache ich da von da aus auch QSOs. Sehr schöne QSO, ganze Zeit. Es ging etwa S3 minimal und S7 und S8 vielleicht maximal. Ausgezeichnet mit dem QRB. Dein Hobby ist schöne Hobby mit dem Garten und so. Wir haben hier Temperatur 21 Grad und eigentlich sehr schön. Draußen Sonne kommt und Nachmittag wird dann wahrscheinlich, späteren Nachmittag wird wahrscheinlich dann über 25 Grad. Das ist letzte Tage hier sehr schön gewesen. Mike zurück. Delta Oscar 5, Mike Papa Mike, hier ist Oscar Hotel 1 Radio Alpha. Ja, mein Freund Heiki, das ist sehr interessant für mich. Du bist in Finnland in den Ferien und kommst aus der Schweiz. Jetzt habe ich das erstmal richtig mitbekommen. Ja, wie gesagt, ich selbst war dieses Jahr noch nicht im Urlaub. Ich fahre gerne hier in Ostdeutschland nach Mecklenburg. Das ist der Teil, der praktisch an der Ostsee liegt. Das ist eine sehr schöne Ecke, dort fahre ich zu gerne hin. Das ist Wasser, das ist Wald. Das ist wahrscheinlich so ähnlich wie in Finnland, könnte ich mir vorstellen. Ja, wie gesagt, ich freue mich, dass ich dich jetzt erstmal so gut gehört habe, dass ich eine gute Verbindung habe. Report für dich, 5 und 9, ohne Probleme, einwandfreier Empfang, sei denn die Störung, die ist ab und zu bei mir manchmal, ja, das klingt fürchterlich, das ist ein Kreischen von irgendeinem, da weiß ich was das richtig ist, so irgendwie so, als wenn Funkenstörung ist. Aber ich kann das nicht definieren. Im Moment ist es absolut ruhig, da freue ich mich drüber. Also, mein Freund, ich danke dir für das QSO. Ich hoffe, wir hören uns wieder mal auf einem anderen Band, vielleicht mal 15 Meter oder irgendwo, oder vielleicht mal aus der Schweiz. Bin ich gespannt, wie es mal weitergeht. Nochmal zurück zu dir. Ja, ich bin meistens in meinem Heim-QTH bin ich meistens in 20 Meter. Ich habe 3 Bänder, auch dort, aber ich bin meistens in 20 Meter, eventuell dort QRV. Also, ich wünsche schöne Sommerzeit, Michael, und danke für das nette, eigentlich nicht so ganz kurze QSO. Da war schöne QSO und vor allem muss man achten, dass dort nur 5 Watt ist, das sind 10 mal mehr, also Ausgangsleistung als bei dir, und deswegen ist das wirklich schöne USO. Alles Gute und hoffentlich hören wir bald wieder mal. Delta Oscar 5, Mike, Papa Mike 73 von Oscar Hotel 1, Radio Alpha. Ja, auch von mir alles Gute für dich. Wünsche dir ein schönes Wochenende und noch viel Spaß in den Ferien in Finnland. Und ja, wie gesagt, auf 20 Meter kann ich leider nicht senden, da habe ich keine Lizenz dafür. Das dauert noch bis nächstes Jahr, aber wir hören uns schon mal irgendwann wieder. Ich habe das ja aufgeschrieben und ich würde mich freuen, wenn es wieder mal klappt. Also, alles Gute für dich, lass es gut gehen, genieße die Zeit. 73, bye bye. Gleichfalls, schöne Sommer, Michael, und 73 von OH1 Radio Alpha. Delta Romeo, Delta Romeo Fox, Alpha Uniform Sierra. OH1 Radio Alpha, Delta Golf 0, Delta Romeo Fox.
Delta Golf 0, Delta Romeo Box, Alliance Radio Alpha. Oscar Hotel Alliance Radio Alpha, Delta Golf 0, Delta Romeo Foxtrot, guten Tag. Der Rapport 5 und 9, Sporadic E, ist das wahrscheinlich? Mein Name Erich, Echo Romeo India Charlie Hotel in JO71JJ. Mikrofon zurück, OA1, Radio Alpha, Delta Golf 0, Delta Romeo Fox. Delta Golf 0, Delta Romeo Fox, heer Oscar Hotel 1, Radio Alpha. Oké, QSL. Henry, glaube Name ungefähr. Mein Name ist Heikki Hotel Echo India, Kilo Kilo India. Und QDH östlich von Helsinki im Moment. Was wäre QDH, Delta, bei dir? Delta Golf 0, Delta Radio Fox, Oscar Hotel 1, Radio Alpha. Oscar Hotel 1, Radio Alpha. Kilowatt 1, Delta Hotel Papa. Ja, mein Name ist Oscar Kilowatt 1, Delta Hotel Papa, calling you. Charlie Hotel, Erich der Name und das QDH ganz östlich in der Nähe der SP-Grenze an der Neiße. Und der Lokator Juliet Oscar 71 Juliet Juliet. Mikrofon zurück in die Nähe von Helsinki. Oscar Hotel 1 Romeo Alpha, Delta Golf 0, Delta Romeo Florida. QSL Erik, und also, da ruft schon Nächste. Ich wünsche es schöne Sommer und beste 73 Erik. Delta Golf 0. Delta Romeo Fox, Oscar Hotel 1, Radio Alpha. Alles Gute, Ecki, Grüße, Eckhardt, willkommen, 73, ein schönes Wochenende. QRZ, OS1 Radio Alpha. Tony Maslino, this is Delta Whiskey Mobile. Mobile Station, please again. Delta Lima 3, November, Delta Whiskey Mobile. Delta Lima 3, November, Bravo, Whiskey, Mobile. Delta Lima number 3, nummer 3, Delta Lima 3, November, Delta Whiskey. Hier is Oscar Hotel, Stroke Mobile. Hier is Oscar Hotel 1, Radio Alpha. 5 von 5, Name Heikki, Hotel Echo India, Kilo, Kilo India, was that? Ja, Heikki, QSL, very good morning to you. Schönen guten Morgen, schönen Dank für das Zukommen. Das Rufzeichen ist Delta Lima 3, November, Barcelona, Washington. November, Barcelona, Washington. Ja, danke für den Rapport 5 von 5. Rapport hier ist 5758, ein bisschen gut bei dir. Der Name ist Michael, Mike India, Charlie Hotel Alpha Echo Lima. Mike India, Charlie Hotel Alpha Echo Kilo Lima. Und der QDH ist momentan ca. 15 Kilometer nördlich von Nürnberg. 15 Kilometer nördlich von Nürnberg, oder? QSL Mikael, Delta Lima 3, November, Bravo Whiskey, Oscar Hotel 1, Radio Alpha. Okay, Mikael, 15 Kilometer nördlich von Nürnberg, das ist empfangen. Es geht auf und an. Kann sein, dass du am Fahren bist. Ist das so? Ja, ich bin am Fahren. Habe gerade mit der Arbeit aufgehört und bin jetzt also auf dem Heimweg. Bin also unterwegs. Und das Gerät hier ist eine Mastertech 5000. Das ist also eine 10 Meter Kiste. Mastertech 5000. Ungefähr 33 Watt. 33 Watt. Und die Antenne ist eine etwas umgebaute, modifizierte DV27-5-Achsel hier auf dem Auto. Mikrofon zu dir. Okay, Michael, dann ist das bei dir ein Wochenende vor dir, hier in Kenwood, DS 2000 und 500, bis 700 Watt jetzt die Ausgangsleistung und drei Elemente, Jackie-Triebänder, Jackie, ungefähr
die Richtung. Okay, wünsche ich mich halt dir ganz ein schönes Wochenende. Ich denke mal, jetzt ist Freitag und dann nach dem Arbeit gibt es dann Wochenende. Hoffentlich bei dir. Und schöne Sommerzeit. Delta Lima 3, November, Bravo Whisky 73 von Oscar Hotel 1, Radio Alpha. Okay, Oscar Hotel 1, Radio Alpha, Delta Lima 3, November, Bravo Whisky Mobile. Okay, Iggy, alles okay? Ja, Squid Beat ist ziemlich heftig. Zwischen 5-3 und 5-9. 5-3, 5-9 geht also ziemlich heftig hin und her. Aber ich glaube, das ist sogar ganz USB von deiner Seite aus. Ja, ich habe morgen noch nicht so reden, ich muss morgen noch mal in die Arbeit. Bei mir geht es also erst morgen Nachmittag los. Aber dafür habe ich also am Montag frei. Also bei mir ist es also etwas verschoben. Okay, Ecki, vielen Dank fürs Kommentar. Ich wünsche dir und deiner Familie auch ein schönes Wochenende. Alles Gute. Viel Spaß hier noch auf dich. Wir rufen auf DL ab. Auf bald wieder. Dann habe ich mal 3 November Bravo Whisky Mobil. QSL 73, OH1, Radio Alpha. Hotel Bravo 3, der ruft auf DLA, Delta, Oscar. Hotel Bravo 3, HP3 Station. HP3, bitteschön. Oscar Hotel 1, Romeo Alpha, hier ist Hotel Bravo 3, Yankee, Hotel, Michael, Hotel Bravo 3, Yankee, Hotel, recht schönen guten Morgen oder Nachmittag, wie Sie wollen, in Finnland, mein Name ist Stefano ist mein Name, Buchstabile, Sierra, Tango, Echo, Foxtrot, Alpha, November, Oscar. Der Rapport gebe ich beim nächsten Durchgang. Ich muss da genau schauen. Aber es kommt gut, das Signal an, also Q5. Okay, Mikrofon zurück zu Ihnen. Merci Stefano, merci. Ja, ziemlich starkes Signal. Etwa 5-7 oder ein bisschen noch mehr zwischen das ein little bit. Das bisschen runter und runter. Und runter und runter. Aber ziemlich stark. Okay. Mein Name ist Heki, Hotel Eco India. Kilo, India. Ist mein Name. Und gute Talit, östlich von Helsinki. Und Stefano, habe 3. Yankee Hotel, das OH1 Radio Alpha. QSL, ja, also 57 ist der Report, 57, da in der Schweiz, QSB, mein QTH ist 20 km in der Nähe von Zürich, das klingt ganz nach, dass du da Schweizer bist, mal in der Schweiz gewohnt hast und ja, nach Finnland gezügelt bist. Ich habe zwar dort einen Kollegen in Finnland, aber ich habe ihn schon lange nicht mehr gehört. Er redet latinische Sprache. Jetzt, ich habe deinen Namen nicht ganz verstanden, kannst du mir nochmal den geben? Okay, Stefano, mein Name ist Heki Hotel, Ecuador, India, Kilo, India. Und das ist mein Ferienrufzeichen ist das. Ich habe 2 Ferienrufzeichen, das ist der eine. Und wir haben gute Aarau und Rufzeichen HB9, Eco Delta Yankee, USA, Stefano. QSL, bleiben wir mal bei Moskau Hotel 1, Romeo Alpha, da ist Hotel Wall 3, Yankee Hotel Akkappe, tipptopp, also ich arbeite da, ich weiß, bist du mit einem Computer ausgerüstet, ich mache jetzt gerade ein Update, um kann ich auf QSL.com gehen, ich würde dort schnell schauen, ich arbeite da mit einem Kennwort, 550, mein Power ist 100 Watt im Moment, dann ist es die Antenne, Anton 99, ist ein normaler Stickel, 5,50 Meter auf einem 10 Meter Mast. Und mein QTH ist am Zürichsee in Wetterschwil, das ist 20 km von Zürich. 20 km von Zürich findest du mich auch im QTH.com. Es hat gestern geregnet, wir haben auch ein Gewitter gehabt. Es war eigentlich durchzogen. Das Wetter hier in der Schweiz, und momentan haben wir ein bisschen Öl und Sonnenschein.
aber die Temperatur ist doch steigend, 25, 26 Grad, könnte bei uns ähnliche Temperaturen haben. In Südspanien, das ist übrigens, da habe ich noch dort, den Vorabstück habe ich einen gehört von Spanien, und die haben dort unten also 37 Grad, das wäre aber ein Ziel. Gut, fein, es klappt ja recht gut zu dir, Heike, da freue ich mich natürlich recht. Und ja, Ferien habe ich auch, sonst könnte ich um die Zeit nicht funken. Ins Mikrofon nochmal zurück zum Oscar Hotel 1, wo wir Alpha von Hotel Bo 3, Yankee Hotel Hotel, gehört ja. Gut, das ist Stefan, Oscar. Habe 9, habe 3, Yankee Hotel Hotel, OHS Radio Alpha, okay, ja. Wir haben da jetzt 21,4 draussen etwa und es wird dann ganz Zeit sonnelt, es windet ein bisschen und das tut nicht schlecht. Und sonnelt und das zum Erwarten ist etwa 25 Grad Nachmittag. Das letzte Tag etwa so gegangen bis etwa 27 Grad. Es war sehr schön, schönes Wetter gewesen diese Woche. Wir bleiben nur noch diese Woche da, bis jetzt sein, wie am nächsten 3. Bleibe ich noch da. Gut, wer das will, kein Können ist schon noch gut. Ich bin geschäftlich manchmal dort gewesen und darum weiss ich da dort schon. So eine Firma, die heisst Gienger. Gienger, dort bin ich manchmal geschäftlich. In Wernsville, das ganze in der Dette, wo es ein neues Einkaufszentrum ist und nach vom Autobahn Ausfahrt dort in Wernsville. Also, 73 und zu besonders Stefan und für dich und alles Gute. Hoffen wir hören dir in den Repeater oder so dort. Eventuell nach den Ferien, wenn ich dann wieder zurückkomme. Habe 3 Yankee Hotel Hotel, 73 von OH1, Ridalfa. Ja, kurz, L, Heike, da komme ich noch zum Teil. Ja, übrigens, eben der Hobby in HD, den kennst du sicher, so ein Stück. Also, in letzter Zeit, jetzt das Wochenende, hat man sehr viel Nordirland und England und Schottland gehört. Die kommen da ganz stark rein. Und der Norden geht immer lang, die Disbomotik ist eher so gegen den Norden. Süden ist eigentlich weniger, Spanien kommt ab und zu rein, Spanien. Und ich weiß nicht, wie du dort ausgerüstet bist in Finnland, was du da für Antennen und was du für Antillen mitgenommen hast. Auf jeden Fall ist es noch interessant. Du kommst natürlich auch auf der Haube in HD von Finnland aus. Weil das ist gut möglich, es geht sehr gut in die Richtung. Aber es gibt eben so manche so Situationen, geht es wirklich nur nach Nordirland oder nur nach England und alles andere gehörst nicht. Also bist du jetzt der Einzige, der hier auf 10 Meter gehört hat, hat so wie durchgebrüllt. Und eben sehr gutes Signal für 7. Das ist also wirklich die Top. Gut, besten Dank. Wir haben am Wochenende das Riesenfest, das Seenachtfest, das Tüfest in Zürich. Die Stadt ist für 3 Tage gesperrt. Wir haben heute Abend das Seenachtfest, also ein Feuerwerk kommt. Montag habe ich sogar 2 Feuerwerke. Und diverse Flugshows, also ganz das Riesenfest das Wochenende in Zürich. Ich muss dann nur noch das Wetter auch ein bisschen spielen, aber es sieht auch nicht schlecht aus. In diesem Sinne wünsche ich dir eine schöne Ferien, guten Aufenthalt und eine gute Rückkehr. Danke für das nette Kurs, du hast mich sehr, sehr gefreut, sage 73. Oscar Hotel 1, Romeo Alpha von Hotel Bo 3, Yankee Hotel Hotel. Heike, einen schönen Tag noch, mach's gut. Ja, okay, Stefano, es ist so, dass ich ursprünglich von Finnland kam und habe ich da einen zweiten guten Abend, bin ich einfach ausgewandert in der Schweiz. Das ist die Historie, Stefano. Ein Flugso in der Dübendorf eventuell. 73 und danke für den schönen netten Gruß. Habe 3 Yankee Hotel Hotel, OH1 Radio Alpha. 73. Oscar Hotel 1 Radio Alpha, es ruft Delta Lima 6, Uniform Delta. Delta Lima 6 Station. Ja, Delta Lima 6 Uniform Delta, DL6 UD. Ja, hallo. Delta Lima 6 Uniform Delta. Ja, ziemlich stark Signal, da ist OHS Radio Alpha. Ja, prima, dass das ein starkes Signal ist, hier DL6 UD zurück.
Rapport hier 5-9 bis 5-9 plus 5. So geht das etwas hin und her. Ich habe da schon einen Augenblick zugehört. Die Gegenstation konnte ich allerdings nicht aufnehmen hier. Mein Name ist Manfred und das QTH liegt 80 Kilometer südlich von Berlin. Kleiner Ort hier mit Namen Waltersdorf, aber das findet man auf keiner Karte. Das ist nur so eine 400-Seelen-Gemeinde hier. Ja, das zur Vorstellung. Also geht, wie gesagt, ganz prima hier Richtung Finnland. Urteil, Urteil, Manfred, ausgezeichnet 10 über 9, sehr starkes Signal, hier 3 Element Jaki und 500 Watt, 600, 700, etwa 500, ja, geht rausgegangen, ja, etwa 700 Watt, ungefähr da. Weg das, Kenwood 7, TS 2000 und mein Name ist Heike, Hotel Equidia, Kilo, Kilo, India, Urteil. Ja, alles prima angekommen, Heiki. Ja, das Signal, ich habe jetzt geguckt, also auch 5-9 plus 5 und es hat einmal auch die plus 10 gezuckt hier. Aber das spielt ja eigentlich nicht die Rolle. Es ist eine sehr gute Verständlichkeit hier und das ist ja das Wichtigste. Ich arbeite hier mit dem Jaesu-Gerät FD950. Und nur mit der Stationsleistung 100 Watt und Antenne ist hier so ein Spider-Beam, ich weiß nicht, ob das bekannt ist, es wird ja doch viel propagiert auch da. Den habe ich da in diesem Jahr mal aufgebaut. Ich habe da bislang immer nur mit Drahtantenne gefunkt und ja, macht sich da doch schon ganz gut bemerkbar hier. Es sind ja auf 10 Meter hier sogar 4 Elemente. Auf den anderen Bändern dann 3. Und ja, geht doch ganz gut. Man merkt das schon, wenn man den in die Richtung dreht, dass sich da was tut. Jo, prima. Ja, ich habe hier übers Band gedreht und war erstaunt, da aus Finnland eine deutsch sprechende Station. Ich habe mit den Fremdsprachen ist das nicht so weit her. Ich verstehe zwar ein bisschen Englisch, aber mit den Sprechen nicht so gut. Und da kommt mir das immer sehr gelegen, wenn dann mal auch eine deutschsprachige Station aus irgendwelchen Ländern da vertreten ist. Heike, ja, prima. Ich habe irgendwie was von Urlaub gehört da in Finnland, dass das ein Urlaubsrufzeichen ist. Ja, ich hatte da nämlich auch mal eingegeben in qz.com, da ist das nicht vertreten, aber ist wahrscheinlich dann auch ja, nur das Heimatrufzeichen dann da drin, oder wenn überhaupt. Gut, ja, ansonsten Wetter hier wunderbar, sommerlich, fast schon wieder zu warm. Im Moment sind etwas über 20 Grad hier, strahlender Sonnenschein und sollen heute wieder so knapp an die 30 werden. Ich gehe Mikrofon nochmal zurück, OA1RA, Delta Lima 6, Uniform Delta. QSL, okay. Mit dem Rufzeichen gibt es keine QSL-Karte mit dem Ferienrufzeichen jetzt und ist auch nicht in QZ.com. Andere Rufzeichen ist Hotel Bravo 9 Echo Delta Yankee und da, das ist dann in QZ.com auch den, möglich zum Anschauen. Das ist meine normale QTH, da ist also Hotel Bravo 9 Echo Delta Yankee. Da bin ich dieselbe Operator jetzt und diese gibt es auch in QZ.com. Diese wenig, wo ich diese Rufzeichen brauche, möchte ich nicht so Sachen machen wie QZ und auch QSL-Karte nicht unbedingt. Sie gehen so langsam damit, ich lasse dann, ich habe genügend QSL-Karte mit anderen Rufzeichen und das ist mir nicht mehr so interessant bei dem Hobby. Aber 10 Meter, sehr gutes Signal bei dir, von dir, Manfred, und das freut mich dann hier. Aber jetzt muss ich einen kleinen Korrex machen. Wünsche dir, Manfred, schöne Sommerzeit und beste 73.
Delta Lima 6, Uniform Delta. Hier ist Doha 1, Radio Alpha. Ja, prima, Eiki. Ja. Eine EQSL-Karte ist da nicht unbedingt erforderlich. Ich habe zwar auch noch einen Grund gehabt hier zum Anrufen, wegen weil ich am Sammeln für das SOP-Diplom bin, das da jedes Jahr im Juli hier ausgerichtet wird. Da wird aber keine Karte gebraucht und da zählt die OHL, das sind Verbindungen mit Anliegerstaaten von der Ostsee. Und da zählt OH1 dann rein und da reicht aber der Logbuchauszug hier, das ist kein Problem. Ja, ich bin auch schon recht lange QRV, bin aber trotzdem auch immer noch mit meinem Rufzeichen hier am Sammeln von Karten. Und aber wenn dafür eine Verbindung keine kommt, das ist auch nicht so tragisch. Ich habe da auch schon einiges zusammen. Gut, dann ja, will ich dich da nicht bremsen. Ich werde auch sehen, es ist 12 Uhr, ich würde gleich Mittagessen geben und mal sehen, wie der Tag weitergeht hier. 73, alles Gute da Richtung Finnland und ja, vielleicht klappt es irgendwann mal wieder mit einer Verbindung. Heiki, das war's dann hier von Delta Lima 6 Uniform Delta. Tschüss und alles Gute. Gleichfalls 73, tschüss und alles Gute, Manfred. OH1 Radio Alpha. Quarax. 73 aus Leipzig, DG5 HDL.
My call sign is Ocean Henry 2 Lima Zulu Charlie. Oscar Hotel 2 Lima Zulu Charlie. QRZ on 10. QRZ on 10, CQ 10, CQ 10, Ocean Henry 2 Lima Zulu Charlie. Ocean Henry 2 Lima Zulu Charlie calling CQ and listen. CQ 10, CQ 10, CQ 10, Ocean Henry 2 Lima Zulu Charlie. Oscar Hotel 2 Lima Zulu Charlie calling CQ 10 and listening. Delta Delta 5 Mike Alpha. Delta Delta 5 Mike Alpha. Delta Delta 5 Mike Alpha. Good day to you. Thanks for the call. You are 5 by 6 in Finland, QSL. So, thank you very much. You're 5 by 8, so still a nice 10 meter opening to Germany. The name is Frank Fox at Radio Alpha Lima Kilo. I'm just using a wire antenna G5RV in my backyard. Yeah, the G5RV seems to be working fine, and you are now up to S9, so 5 and 9 is your report at the moment. Coming through very nicely here to Finland. I'm using here 1 kilowatt and the 3-element tri-bander Yagi. This is the situation this way. My name is Nico, November, Italy, Kilo Ocean. I just got a phone call. I'm really sorry, but I have to stop it now. Thank you very much for the short cruise over 73. Thank you. Enjoy your phone call. Danke. Bye-bye. This is Ocean Henry 2 Lima Zulu Charlie. On 10 meters, Ocean Henry 2 Lima Zulu Charlie. CQ 10 meters, CQ 10, Ocean Henry 2 Lima Zulu Charlie. Oscar Hotel 2 Lima Zulu Canada, OH 2 Lima Zulu Charlie, standing by. CQ 10 meters, CQ 10, CQ 10, Ocean Henry 2 Lima Zulu Charlie. OH 2 Lima Zulu Charlie, standing by. I think the call was Italy Whiskey 3, India Fox Hotel, USL. Sorry about that, I don't understand you, CQ 10 meters, CQ 10, Ocean Henry 2, Lima, Zulu, Charlie. Ocean Hotel 2, Lima, Zulu, Charlie, standing by. Delta Charlie 9, Kilo Echo. Delta Charlie 9, Kilo Echo. Thanks for the call, good signal, you are 5 and 9 in Finland. This is Delta Charlie 9 Kilo Echo for Ocean Henry 2 Lima Zulu Charlie. Good morning. My name is Eric Echo Romeo India Kilo. My QTH is Krefeld Kilo Romeo Echo Florida Echo Lima Delta, 50 kilometers north of Cologne. Your report at the next. Mike, back to you. Yeah, okay, yes. This transmission about peaking S8. S8 on the peaks. On the end, but there's QS Baker, Eric. My name is Nico, Nancy, Italy, Kilo Oscar, Nico, and I'm near Helsinki, the capital city. Just on this little summer holiday and enjoying a nice Friday sunny day and looking at the nice weather from through the window. Hi, over. Delta Charlie 9 Kilo Echo for Ocean Henry 2 Lima Zulu Charlie. Fine, Nico, your report. Also with QSB between 5.9 and 5.9 plus 20. Okay. Few years have short holiday on Lappenranta. I like this country, very nice, Finland. So, Mike, back to you. DC 9 KI
for Ocean Henry 2, Lima Zulu, Charlie. Yeah, okay. Yes, fine. Fine on your visit to Lappeenranta. Happy to hear about that. Haven't. No, I've been to Berlin. To Berlin one time, but haven't been too much in your country. Just maybe just a few moments on the airport and changing flights. All right, 73. Thanks for the QSO. This is Ocean Henry 2 Lima Zulu Charlie. Danke, kukkuluru. Ocean Henry 2 Lima Zulu Charlie. Many thanks for this nice QSO, Nico. Best day, 73. 73. This is Ocean Henry 2 Lima Zulu Charlie. Clear and QRZ on 10. Italy Whiskey 3, Italy Fox Hotel. Thanks for calling. Your report 5x4, 54. QS Baker, QSL. Okay, thank you very much. Moment, please. Okay, this is India Whiskey 3. Hotel in Rico, like November, Romeo, India, Charlie Hotel. Okay, Mr. Rico, for you. Your report for you is, Maliki has been the radio is 4545. Okay, I get over. Okay, Enrico. Yes, some QSB, but I can copy you quite all right. Maybe the readability is 4, so 4x4 is your new reduced report. I'm Nico, November India, Kilo Ocean, and a little bit east from Helsinki, summer situation. Bye-bye, Enrico. Grazie. Arrivederci. Okay, Mr. Nico, thank you very much for this radio contact. I hope you catch in early frequency when the preparations are better. Okay, thank you again. Good luck. Good weekend. Bye-bye. Good week. Have a good weekend, Enrico. And Mr. Enrico, thanks for calling. Ocean Henry 2 Lima Zulu Charlie. Bye-bye. Again. QRZ on 10. Ocean Henry 2 Lima Zulu Charlie. Delta Oscar 7, India, Charlie Hotel. Delta Oscar 7, Italy, Charlie Hotel. Hello to you. Thanks for the call. We've had a couple of QSOs this year. Michael, just a few days ago on 80 meters. And then about 1 month ago on 10. So QSO number 3. Today you are 5x8. QSL? QSL, you're 5x9 in Germany. Very good signal here. Yes, I see it here on QRZ.com, the last QSO, Nico. Ah, okay. So do you see double video, two video streams, QSL? Yeah, I see it. It's very nice. Yes, yes. The Ustream, it's a good frame rate, rapid video, but then a long delay. On this Ustream one, but there you can see as a new addition, you can see a remote screen of my transceiver. QSL. Yes, I want to look. I want to look on your site here and this. What is the new? Yes, I see you are here on. On the radio, I see you. Okay, yes, yes, very fine. Yes, so you can see the S meter and so on. You are 5 and 9 plus 5 dB on the peak. So good signal, Michael. 73. Have a good Friday. Yes, I hope you had it also. Bye bye. I think we had another one on our band. Vida. John 73. Okay, thank you, Michael, and enjoy that live web stream on
live QRZ.com page. 73, this is Ocean Henry 2 Lima Zulu Charlie on 10 meters, QRZ. Uta Lima to Charlie Kilo. United Radio 5 again, please. Okay, Michael Union Radio 5, Mike, Canada Whiskey, Mike, CW. Good evening, you're on 59. 59 is frequency Kiosbecker, Fabi. Okay, name is Alex. Alex, your name, location is West Ukraine Republic. Do you copy? Okay, Uniform Radio 5, Mike Charlie Whiskey. Yes, I changed to another antenna. I changed to my off-center fed dipole. And you are coming through all right to that. And a kilowatt Oscar and near Helsinki. Uniform Radio 5, Mike Charlie Whiskey, OH2 Lima, Zulu Charlie, over. Okay, ready, the couple information. Thank you very much, Quintag, good luck, good weekend. Bye-bye, thank you. Yeah, 73 to you, OH2 Lima, Zulu Charlie is clear, and QRZ on 10. Good morning. Charlie Kilo, Charlie Kilo.